Du bewunderst gerade das rotglänzende Stück Bonbon in deiner Hand. Es ist ungefähr so groß wie eine gewöhnliche Murmel. Himbeergeschmack. Das magst du am liebsten. Sofort steckst du dir es in den Mund und ertastest mit deiner Zunge den Geschmack des leckeren Zuckerstücks. Es ist kein stark süßer Geschmack, sondern eher ein angenehmes, seichtes Süß. Es wandert mit den Bewegungen deiner Zunge durch deinen Mund. Dabei entfaltet sich mehr und mehr des Himbeeraromas. Kennst du dieses Gefühl? Dieses Verlangen nach mehr als nur den Geschmack vom süßen Speichel? Wenn sich das Aroma mit deiner Spucke verbindet? Alle kennen es. Du kennst es. Ich kenne es. Also fängst du an, darauf herumzukauen. Du suchst eine Kante an der glatten Oberfläche des Bonbons, woran sich deine Zähne hängen können, um es Schritt für Schritt zu zerkleinern. Scheinbar gelingt es dir. Es fühlt sich an wie immer. Das Knirschen des zerkauten Bonbons vernimmst du in deinen Ohren. Ganz kleine Teile des Bonbons lösen sich unter dem Speichel sofort auf und du schluckst ihn runter. Plötzlich musst du husten. Scheinbar hast du dich verschluckt. Du spuckst etwas aus. Das Bonbon ist noch ganz. Ich hasse die Dinger. Die schmecken scheiße. Das waren die einzigen Bonbons, die noch hier waren. Alles für die Creepypasta. Oh Gott, die sind uralt schon. Schnell Aufnahme drücken. Scheiße, die kleben in den Zähnen. Widerlich.